Einen schönen guten Morgen und damit hallo zum Wetterupdate am Freitag, den letzten Märztag. Nass war dieser Monat und nass und stürmisch geht es auch erstmal weiter. Wir haben es mit dem Sturmtief Markus zu tun. Das liegt heute etwa über dem Ärmelkanal und versorgt uns von Westen mit Regenwolken. Und besonders in der Südhälfte sind da auch mal kräftige Gewitter dabei. Der Wind auch im Westen und Süden stürmisch. Besonders in Gewittern auf den Bergen haben wir auch volle Sturmstärke. Ja, nass und wolkenreich geht es dann auch weiter in der Nacht. Und auch zum Start in den April haben wir es verbreitet eben mit einem grauen Himmel zu tun, teils kräftiger Regen. Gerade so in den westlichen Mittelgebirgen und auch im Südwesten und an den Alpen setzt ergiebiger Dauerregen ein. Bis Sonntag früh kommen da 40 bis 60 Liter auf den Quadratmeter zusammen, eventuell auch noch etwas mehr. In Franken haben wir schon Hochwassermeldungen, die aktiv sind, also gerade kleinere Flüsse und Bäche, die können da über die Ufer treten. Die Temperaturen dazu am Samstag noch verbreitet im zweistelligen Bereich. Das wird sich bald ändern. Am Sonntag dreht die Strömung auf Nordost, da kommt wieder kontinentale Kaltluft zu uns. Es wird wieder kühler, es mischen sich hier und da auch mal ein paar Schneeflocken dazu, aber das nur in den Mittelgebirgen und Alpen. Und in der neuen Woche wird es dann insgesamt freundlicher, aber frühlingshaft mild erstmal nicht.